Hallihallo und herzlich willkommen beim Let's Play zu Minecraft auf dem Mega Drake Server. Hier ist das Mod Let's Play nun. Ich habe es gestartet, eben weil ich einen eigenen Server aufgemacht habe, hier mit dem eigenen Modpack. Und wir sind hier in der RVR-Welt, also hier gibt es vier Reiche. Das kann ich euch gleich mal kurz danach zeigen. Und ich habe hier mal eine kleine Stelle, wo wir unser Haus bauen, ausgesucht. Hier kommen dann noch andere Admin-Gebäude hin. Und irgendwo anders, ein bisschen weiter hinten, kommen dann die Spieler, die Soldaten und Bauer, ja, Gebäude hin. Also es sind immer so kleine Dörfchen, später auch große Städte, wo ihr dann wohnen könnt. Und in diesen Gebieten ist Kämpfen verboten. Also wer hier kämpft, der bekommt Stress mit Nannins. Wir wollen einfach, dass nicht alles angegriffen wird und auch nicht angegriffen werden muss. Also die Burgen ist das Ziel in der Feuerwelt, wo die Dinge kaputt gehen. Also die Reiche erobert werden und so, wo ihr angreifen könnt mit Belagerungsmaschinen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es das geht. Es gibt nämlich so einen Warfare-Mod und da gibt es, glaube ich, so Sachen, wo man machen kann. Und ja, ich werde es mal so lassen. Gut. Ja. Und da können wir sicher mal irgendwas inszenieren. Jo, das schauen wir dann mal. Ich kenne die Mods leider noch nicht so gut, aber ich habe recht viele Mods reingetan, die einfach etwas verbessern, also ein bisschen, dass man besser bauen kann, damit man besser farmen kann, damit man einfach ein bisschen etwas besser machen kann. Und ja, es macht schon richtig viel Spaß, vor allem das Bauen jetzt gerade im Kreativmod, weil wir ja die Welt vorbereiten für den Ansturm dann. Und damit es einfach schneller geht natürlich, weil wir haben lange keine Farmwelt gehabt jetzt hier, also ja, wie lange ist jetzt der Server offen? Ich glaube so 3 Tage jetzt oder 4 Tage. Vor allem haben wir Probleme mit Mistcraft und deshalb, ja, gibt es auch hier auf dem Server Mistcraft, aber nicht so, dass jeder Welten erstellen kann, sondern dass es einfach Welten gibt und nach Wunsch mehr Welten geben kann und so weiter. Also wir können ganz viele Welten machen, aber wir wollen einfach nicht, dass jeder hier dann meint, er könnte eine Welt aufmachen, wo er sie alleine hat und das könnte dann im Singleplayer oder so. So, wir brauchen noch was, eine Axt. Gut, dann craften wir mal das. Wir brauchen Kohle, die gibt es leider hier nicht. Wir brauchen noch einen Baum für ein bisschen Holz und dann gehen wir in die Farmwelt. So. Schaufel ist nicht gut zum Holzabfällen. So. Gut. Also, dann gehen wir zur Farmwelt. Ich nehme hier noch ein paar Beeren mit, weil wir die brauchen können. So. Die grünen möchte ich gerne essen, die anderen möchte ich aufbauen. Gut, dann haben wir das und jetzt gehen wir zurück zum Spawn. Der Spawn ist hier vorne und da gibt es dann auch das, also gibt es jetzt schon das Farmportal. Es ist einfach noch nicht gut, weil es Modifikationen drin hat und eine Modifikation ist, dass wir keine Sonne und keinen Mond haben und deshalb ist es immer dunkel da drin. Aber wir können das sicher irgendwie so hinken, also ja, dass wir farmen können. Weil wir müssen einfach auf die Monster Acht geben und so weiter. Also, hier ist das, ist die Farmwelt. Da ist das blaue Reich. Hier ist Cupanello vom blauen Reich. Ich bin im roten Reich. Das ist das grüne Reich und das ist das gelbe Reich, wo Tobulation momentan der König ist. Und ja, immer gegen eins hat man, gegen ein Reich hat ein Reich Krieg. Eins ist verbündet und eins ist neutral, weil es auf der anderen Seite von dem Reich ist. Und ich habe zum Beispiel Krieg mit dem Cubanello. Und
bin verbündet mit dem Grünen Reich, weil das ein nettes Reich ist. Kubonellas und Tobelations Reich ist nicht unbedingt ganz so nett. Und deshalb gebe ich mal ein bisschen Dirt, so. Dirt, Spende. So, und ja. Also ich habe ein gutes Reich und der Novolem hat ein grünes Reich, also neutrales Reich, ja, also gutmütiges Reich. Man kann jetzt nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel das Blaue Reich extrem böse ist, weil es da mit Voito herum experimentiert und so, aber es ist keine sehr böse, aber wir haben immer wieder Krieg mit ein paar Reichen. Und ja. Also, wir graben uns hier rein, sonst sind wir dann plötzlich Hackfleisch von den Monstern. Schaut schon mal auf die Karte, da sieht man, wie viel Monster herumalbern. Deshalb machen wir hier zu. So, und graben noch ein bisschen weiter nach unten. Wir brauchen Rohstoffe. Vor allem jetzt mal Kohle, bitte. So, die Erde muss weg. Tut mir leid, dass ihr jetzt gerade nicht viel seht, aber ja, ich habe keine Fackeln. Oh, der arme Cubanello. Der hat den Skin nicht gehabt, weil wahrscheinlich wieder die Server off waren vom Skin. Ja, jetzt haben wir Iron Ore. Und hier ist Kohle. Sehr gut. Dann mache ich gleich mal eine Fackel. So. So. Und leuchte das aus. Das ist sehr wichtig. Ausleuchten. Lassen. So. Hier haben wir Kohle. Hier haben wir Eisen. Okay, der Mega kommt in einer Stunde. Gut. So. Echt viel Kohle. Umso besser. So, und eben bei meinem Reich ist der japanische Stil und chinesisch thailändische Stil. Im Kubanellos Reich, also im Blauen Reich, ist Wikinger-Stil. Und vielleicht noch etwas anderes, er hat sich noch nicht so festgelegt. Im Tobelations, also im Gelben Reich, ist Ägypten und barbarisch. Und in Novolems Reich ist dann so mehr europäisch und, weiß nicht, amerikanisch oder so. Je nachdem. Und alles findet so ein bisschen im Mittelalter statt. Aber wir haben geplant, wir machen auch eine Space-Zone, wo dann auch Krieg ist. Und da dürft ihr dann gerne auch in der Zukunft bauen, also zukunftsähnlich, mit Planeten, alles Mögliche. Aber da Planeten momentan noch schwer zu bauen sind, ohne richtige Mods und World Edit, machen wir das noch nicht. Und wir haben noch Probleme mit den Modifikationen der Welten, weil sie immer extra Modifikationen drauf haben, wo recht scheiße sind. Also richtig nerven halt, so mit keinem Mond, Regenbogen, einfach alles. Also ich habe eine Welt gemacht, da ist ein gigantischer Regenbogen und der blendet so extrem in den Augen, dass ich es nicht als Farmwelt ausgesucht habe natürlich. Und eben, es gibt extrem viele Mods. Ich kann das euch kurz zeigen. Wir haben 51 Seiten auf Full HD. Und das ist schon gigantisch. Also, wir haben recht viele Items. Hier haben wir Backpacks. Hier haben wir Carpenter Blocks. Hier haben wir Geostrata drin. Auch Geostrata. Wir haben hier zum Beispiel den Minecraft Comes Alive Mod, wo ihr heiraten könnt, wo ihr NPCs halten könnt, wo ihr einfach richtig viele geile Sachen machen könnt. Hier haben wir einen Chest, Open Blocks haben wir noch und das Open Blocks. Twilight Forest haben wir. Also richtig geile Mods. Und vor allem, ich habe jetzt Mods ausgesucht, die nicht etwas zu viel zu cheaten macht. Also zum Beispiel der Farmcraft Mod, der bietet recht viel Abbaumöglichkeiten und
einfach Cheater-Möglichkeiten oder der Tinker's Construct-Mod auch. Da könnt ihr einfach mal ganz schnell einen Hammer herstellen, der alles abbauen kann in Sekundenschnelle. Solche Mods wollen wir nicht einbauen. Wir wollen vor allem Deko-Mods haben. Ex Nihilo ist jetzt zwar auch ein bisschen gecheatet, aber das lasse ich mal noch gehen. Wenn ihr jetzt nicht farmen wollt die ganze Zeit, könnt ihr in Ex Nihilo die Erze halt selber craften und so weiter. Pumps House Craft haben wir den. Hier haben wir Deko Craft, also hier könnt ihr ganz viele Sachen für eure Hausdekorationen und alles Mögliche. Also, und das Modpack entwickelt sich natürlich immer wie weiter. Ja, da kommen immer wieder neue Mods rein und das kommt dann auch im Server und so weiter. Also, es ist viel los, es gibt viel, es wird viel geben und es wird einfach richtig viel Spaß machen. Und einfach mal ein Modpack, wo nichts so fest nervt wie bei den anderen Projekten, die ich schon gemacht habe mit Mods. Ich habe leider immer wieder Mods aufgehört, also Modpacks aufgehört zu spielen, zu zeigen, weil ich einfach nicht zufrieden war. Und mit dem eigenen Modpack bin ich natürlich viel flexibler und kann euch da auch mehr und viel mehr Folgen machen und so. Es gibt ja auch viele Leute, die zwar jetzt gerade nicht auf dem Server sind, aber mir helfen und dann auch mich unterstützen. So, wir brauchen ein Crafting Table. In einem Crafting Table machen wir uns einen Ofen, zwei Öfen. Wir brauchen noch Sticks für Fackeln. Nein, nicht für Fackeln, für. Was wollte ich? Spitzhacke. Genau. So. Gut. Dann hier Ofen, hier Ofen. Eisen und hier, was soll ich hier rein tun? Eigentlich brauchen wir hier noch nichts. Tun wir den Ofen einfach mitnehmen. Gut, und graben weiter. Ah, hier haben wir noch Eisen. Sehr gut. So, Eisen rein. Eisen raus. Ofen doch hinstellen. Eisen rein, Kohle rein. Gut. Ja, Topilation wird auch ein Let's Play machen von diesem Server. Er wird dann einfach im Gelben Reich Sachen zeigen, bauen und so. Sorry. Ja. Andere Let's Play werden wahrscheinlich dann beim Blauen Reich etwas machen und einer im Grünen Reich oder so. Und dieses Projekt beinhaltet also auch Krieg, RVR und so weiter. So, jetzt machen wir noch eine Eisenspitzhacke. Nein, nicht das, das hier. Und sollte ich noch das Eisen rein tun, das Eisen raus. Einen Eimer wollte ich noch machen. Gut. Easy. Dann gehen wir noch weiter runter. Ich freue mich und ich werde sehr, sehr interessante Sachen machen. Wie zum Beispiel Rollenspiel mit anderen oder nur mit mir selber. Ich werde eben die Mods zeigen. Ich werde ein NPC. Ja, ich werde mit NPCs noch Sachen machen und ganz viele Sachen. Also seid gespannt auf dieses Projekt. Und irgendwann wird Tobulation auch bei mir reinschauen und ich bei ihm reinschauen. Das ist natürlich klar. Und er macht auch Let's Play vom Projekt. Und andere vielleicht eben auch. Also, es ist frei, ihr dürft euch anmelden im Forum oder per E-Mail und wenn ihr drauf seid, könnt ihr Let's Playen oder könnt auch ohne Let's Play irgendwas machen.
Auf jeden Fall muss es einfach Ordnung sein. Es muss Ordnung auf dem Server herrschen. Ein Griefer oder so werde ich einfach bannen und dann die Welt wiederherstellen, wenn er gegrieft hat. Es haben also hier auf dem Server niemand. Es hat niemand auf dem Server eine Chance, irgendwas zu machen. Außerdem haben wir einen Mod, wo die Gebiete sichert. Und also es gibt wenig Chance, dann zu griefen. So, mir ist es einfach wichtig, dass Ordnung herrscht und dass wir einfach ungestört Spaß haben können, ohne dass jetzt irgendwas ein Haus niedergebrannt wird oder sonst irgendwas. Da Brandschaden nach aus ist, geht das nicht. Ja, also, wir sind hier auf minus 2, 14, okay. 14, 13, 12, das graben wir uns mal ein bisschen weiter weg. Runter müssen wir nicht. Hier gibt es die besten Diamanten. Und ja, schauen mal, was wir hier so finden. Kohle, aber das müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Das sind Sandstone, Cobblestone, cool. Was haben wir hier noch? Keine Erze hier unten. Quarz ist ein bisschen zäher zum Abbauen. Da müssen wir uns durchraffeln. So. Wir finden hier leider nicht so viel. Ich hoffe, es ist nicht so ein Modifikator, der die Erze ein bisschen seltener macht, aber wir haben ja eigentlich schon genug gefunden. Jetzt müssen wir einfach noch hier unten ein paar Sachen finden. Und dann haben wir schon mal den Grundstein gebaut. So. Hier haben wir zum Beispiel Smooth Pimu Pummis. Pumis. Okay. Also ihr seht, dass das Inventory ist schon fast zugemüllt. Hier ist Kohle. So. Und das Projekt ist ein Tochterprojekt vom GroupCraft Let's Play. Das ist einfach mit Vanilla. Und auf diesem ist es eben mit Modpack. Und die zwei Projekte gehören zusammen. Also ja, ich bin hier, also ich mache die Let's Plays weiter und tue sie eigentlich abwechselnd hochladen. Und ja, also dass ihr einfach zwei Projekte habt und wählen könnt. Und wenn ihr eben nicht gern Mods schaut, dann dürft ihr gerne im GroupCraft Let's Play mitschauen. Wenn ihr Let's Plays mit Mods mögt, dann könnt ihr hier zuschauen und so weiter. Also es ist euch frei bei mir und wenn ihr Vorschläge habt, Wünsche oder so, dann könnt ihr mir gerne das mitteilen. Ich bin gern für Verbesserungen da und wenn ihr Kritik habt, dürft ihr sie gerne auch nennen. Einfach nicht überflüssig, also nicht so Kritik machen, dass es völlig unnötig schlimm gemacht wird oder so. Auch allzu gutmütige Sachen habe ich nicht so gern, weil ja, ihr wisst schon, wenn die ganze Zeit geschmeichelt wird, dann verliert man ein bisschen. Hunger gibt es hier auf der Welt. Oh Gott. Also eben, die Farmwelt wird bald wieder resettet und einen besseren Ding gemacht. Und ja. Ich hoffe, ich schaffe das dorthin noch. So. Oh, da gibt es zwei kleine Zombies.
Zwei Babys-Zombies. Das ist nicht so gut. So. Der haut ab, gut. Ja, ich muss irgendwie essen. So, hier sind sogar NPCs von diesem Comes Alive Mod, ja. Hier kann man zum Beispiel heiraten. Interact. Weiß jetzt nicht, wie das geht, das habe ich jetzt noch nie ausgesucht. Trade. Glas will der, aber wir haben gar kein Ding. Ride Horse. Ich gebe euch mal ein paar Items. Und zwar, Pumice ist schön, Cobblestone. Scale nehmen wir auch mit, nochmals ein Cobblestone. Dafür möchte ich euch eure Bücherregale haben. Dankeschön. Oh, wie ihr seht, gibt es hier ganz viele Zombies, weil es immer Nacht ist. So. Ja, wir müssen bald zurück. Das hat jetzt wirklich nicht so gut hier zu bedeuten. Äpfel, sehr gut. Also haben wir hier noch Vorrat an Lebensmittel. So. Gut, und hier haben wir noch Kerne. Nehmen wir natürlich auch mit. Kartoffeln, sehr gut. Noch mehr. Ja, okay, es reicht. Ich muss abhauen. Ja. Ich muss abhauen. Hier gibt es sogar Meteoriten oder was das sind. Fliegende Steine halt. Dort drüben muss ich hin. Geben die nichts? Doch. Ah, Limestone. Gut. Ich möchte aber noch mehr. So. Okay. Dann gehen wir nach oben wieder. Ich muss hier noch einen Waypoint hinstellen. So. Hier nach oben. Und spawn safe. Blöder Goblin, ey. Gut. Und bitte entfernt dieses Buch nicht. Das wäre dann wirklich Trolling. Aber spät ist dann das gesaved und könnt ihr das Buch dann nicht mehr bestätigen. Es ist nur vorübergehend. Also wahrscheinlich wird es dann schon weg sein. Weil ich ja ein Portal zurückmachen kann. So, hier gibt es auch Monster, muss man auch vorsichtig sein. Zum Beispiel ein Skelett. Oh, das hat mehr ausgehalten. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt müssen wir mal ein paar Sachen anpflanzen und ja weiterhin ein paar Sachen machen. Und zwar müssen wir die Öfen mal platzieren. Hier Kohle reintun. Hier Fleisch und von mir aus hier Eisen. Dann müssen wir eine Kiste machen. Machen wir eine Doppelkiste. So, und in die Doppelkiste machen wir mal alles Stein und Erde und so. Genau, und ja, Eggs. Von mir aus Crafting Table lasse ich mal noch hier. Den Knochen kann ich noch reintun. So.
dann möchte ich gerne eine Hacke machen, so Wasser in den Eimer. Wo haben wir denn hier Wasser? Das ist so da hier irgendwo. Ja, hier. Aber an einer flachen Stelle, damit das Wasser wieder zugeht, also nicht mehr Strömung hat. So. Oh. Kommt noch Seppel immer raus. Gut, dann haben wir das. Dann können wir oben kurz eine Farm machen. Ich habe einfach gedacht, ich werde es hier neben dem Haus machen. Das Haus geht, kommt dann hier irgendwo in die Mitte, ein bisschen weiter nach vorne. Und hier machen wir die Farm. 1, 2, 3, 4. Dann kommt das Wasser hier hin. So. Gut, hierhin kommt Weizen, hier die Blaubeeren, Berries, Blueberries, hier die dunklen, so, und hier Strawberry, und hier drüben kommen mal, ja, einfach mal ein bisschen Kartoffeln. Und die esse ich auch noch ein bisschen. So, dann können wir jetzt ein bisschen noch über das Reich reden. Hier im Wald kommt also das NPC, also das Admin-Dorf eher rein. Da dürfen die Admins bauen. Und, also nicht ganz, also hier drüben kommen dann noch Wege. Und hier hinten, wo ihr das Gebirge gesehen habt, von der Sichtweite aus, ja, hier seht ihr es ein bisschen. Kommt eine Burg hin und ich fahre noch runter. die Burg hat jeder im Startgebiet, in der Startzone von den Reichen. Und wir können es auf der Map sehen. Also hier kommt die Burg hin. Also nicht so groß, vielleicht nur ein bisschen so oder so. Hier kommt der Wald für die Bauarbeiter, also die bauen. Und zum Beispiel hier kommen dann die Ding für die Krieger oder so, hier oben zum Beispiel. Und hier ist das Grüne Reich hier unten. Hier wird dann Kubanello noch planen. Was ich weiß, ist, dass hier das Admin-Dorf von dem Gelben Reich ist. Und wahrscheinlich hier dann das Haus für, also die, das Dorf für die Bauarbeiter, die bauen für das Reich. Ich will einfach so kurz sagen, Admins bauen Kreativmodus, Bauarbeiter bauen im Survival-Modus und die anderen sollten, dürfen, möchten nicht bauen. Die Krieger, die kämpfen einfach so, weil weil es halt auch Kriege nur Kriege geben sollte und wenn jemand das nicht möchte, der kann auch ein bisschen vielleicht befördert werden oder sonst irgendwas. Und, ah, ist ein Dorf. Okay. Eben, das Gelbe Reich ist so irgendwas mit Wüste, mit Erde, mit Wasser. Wasser haben sie viel. Hier ist übrigens das Spawn-Portal. Hier war der Spawn. Und hier haben wir dann das Ding gemacht. Hier habe ich das erste Mal eigentlich eine Wiese gefunden, also beziehungsweise Dingwald. Birkenwald, genau. Ich habe es jetzt einfach mal ein bisschen hier rüber gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass Rot nicht so viel Platz hat wie Gelb, weil es ja hier ein bisschen noch weiter geht. Eigentlich hier die Mitte ist, aber die Welt ist so gigantisch groß, da wird das Gelbe wahrscheinlich nie größer sein als das Rote, weil wir versuchen einfach so balanciert die Reiche hinzubekommen wie möglich und es kann dann wirklich sein, dass ein Reich dann nicht mehr neue Krieger aufnehmen kann oder Bauarbeiter.
Und eben diese Gebiete, da ist zum Beispiel ein Dreieckgebiet, das ist die Spawn-Zone, hier auch, hier und hier unten. Und in der Spawn-Zone gibt es keinen Krieg, also an den Mauern, wie es jetzt hier eine ist, hier eine wird sein, hier eine wird sein und hier wird eine sein. An diesen Mauern gibt es keinen Krieg und kein Reinkommen. Also es ist eine Mauer, es ist eine fette Mauer. Und so sollte auch so sein, aber dann in den späteren Gebieten. Also ihr seht es ja, das Gebiet geht hier schräg nach unten, so Richtung runter. Und wenn das Spawngebiet fertig ist, dann wird hier dann natürlich Krieg sein. Hier nach oben, hier nach drüben. Und ja, es ist so eine Art Rollenspiel. Als würdet ihr irgendwo in einem Rollenspiel sein und für euer Land kämpfen solltet oder möchtet. Und deshalb wir wollen es so authentisch wie möglich machen. Und ja, genau. Das werden wir hoffentlich hinkriegen. Mit eurer Unterstützung sicherlich. Und ja, wir sind eben hier am Bauen. Und ich bin hier am Let's Playen und Tobilation ist hier am Let's Playen. Und vielleicht treffen wir uns eben mal und ja. Okay, gut, genug geredet. Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Part, euer Drago Basel. Tschüss.